Zwei Männer sind ein geschmackloser Anblick, wenn sie zusammen am Pissoir stehen. Die Begegnung miteinander erinnert sie an die Zeit, die eilt. »Gut, dass ich dich eben wiedererkannt habe, oder?« sagt der eine. »Ich wusste ja gar nicht, dass du auch hier lebst. Ist eigentlich Zufall, oder?« Der andere nickt bestätigend. Er hält seinen Blick konzentriert nach vorne gerichtet. »Ich fühle mich wohl hier«, sagt der eine. Er lacht aus vollem Herzen. Ob der andere will oder nicht, er muss immer zu ihm blicken. »Erinnerst du dich noch?« fragt der eine da. Der andere erinnert sich tatsächlich, aber er erinnert sich nicht so genau, nicht an alle Einzelheiten der Situation, die die beiden, als sie jünger gewesen sind, zusammengeführt hat. »Ist kein Problem für dich, oder?« hat da der eine zu dem anderen gesagt. »Nein, nein, ist kein Problem. Findest du auch manchmal okay, oder?« Der andere merkt, dass der Schulfreund mit dem dichten, dunklen Haar mehr Erfahrung hat als er. Als die beiden ehemaligen Schulfreunde aus der Herrentoilette gehen, hat der andere nicht gewagt, nachzufragen, was der Freund eigentlich mit ihm besprechen wollte. Es fällt schnell die Entscheidung, zu zahlen und das Café zu verlassen. Auf dem Weg durch die Stadt erzählt der eine von einer Reise in die Berge, die er mit seiner zweiten Frau im vergangenen Winter unternommen hat. Er erzählt von Nächten zusammen mit dieser Frau, von Kaminfeuer und von klirrender Kälte. Vor den Augen des anderen steht der Mond und wie dessen Licht vom klaren Nachthimmel auf die blasse Haut der Frau scheint. »Geht's dir noch gut?« Der alte Schulfreund hat ihn am Arm gefasst. »Wo bist du gerade? Du siehst auf einmal so abwesend aus.« Die beiden Männer befinden sich irgendwo in der Fußgängerzone. Der bleiche, kranke, der da steht, heißt Roger. Der, der bei ihm steht und sich Sorgen um ihn macht, ist George. Etwa 20 Meter von der Stelle entfernt, wo sie sich gerade befinden, steht mitten in der Fußgängerzone ein Baum. An den wie kleine Herzen geformten Blättern erkennt man, dass es sich um eine Linde handelt. Diese Linde ist ein noch junger Baum, dessen Stamm schlank aus dem Boden aufragt. Neben ihm stehen zwei Sitze aus Beton. Während der Betrieb in der Einkaufsstraße weitergeht wie zuvor, führt George seinen alten Freund dorthin und setzt sich auf den Sitz neben ihm. »Besser jetzt?« fragt er.